Wir sind der festen Überzeugung, dass der Name Moritz Heiden ein Name ist, den man sich in Zukunft merken wird. Aber ich glaube, dass die wirklich außergewöhnliche Qualität seiner Arbeiten hier für sich spricht. Und da gebe ich das Wort an dich, Moritz. Danke, Viktor. Ich bin wirklich glücklich, in der Galerie Kaufmann neben all den alten Meistern meine Bilder ausstellen zu dürfen. Vielen Dank, danke. Wollen Sie uns doch bitte nicht länger auf die Folter, Herr Kaufmann. Wir sind durchaus interessiert an begabten jungen Künstlern wie Herrn Heiden, aber die Kunstwelt erwartet, dass wir heute etwas mehr über eine bestimmte Zeichnung erfahren. Ich weiß nicht, über welche Zeichnung Sie sprechen. Ich glaube schon. Ich spreche von dem verschollenen Michelangelo, der vor 400 Jahren aus den Gemächern des Heiligen Vaters in Rom gestohlen wurde. Wie man hörte, er ist wieder aufgetaucht und befindet sich in Ihrem Besitz. Wenn Sie gestatten, darf ich Ihnen dazu etwas sagen. Mein Sohn ist mit der Angelegenheit nicht vertraut. Es ist korrekt, diese wunderbare Zeichnung hat sich in meinem Besitz befunden, leider nur vorübergehend. Ein Sammler aus den Vereinigten Staaten hat mich beauftragt, von den besten Experten überprüfen zu lassen, ob es sich bei dem Michelangelo tatsächlich um ein Original handelt. Und der Name des Sammlers? Ich bin bei einer hohen Vertragsstrafe verpflichtet, seinen Namen nicht zu nennen. Wurde die Echtheit der Zeichnung bestätigt? Ja, von drei Experten. Einem aus den Vereinigten Staaten, einem aus Italien und einem Deutschen. Wo ist der Michelangelo jetzt? Er wurde wieder seinem Eigentümer ausgehändigt. Der Experte aus Italien war Professor Adriano Bellottini, nicht wahr? Bis vor kurzem gehörte Diskretion zu den grundlegenden Spielregeln des Kunstgeschäftes. Leider hat Herr Bellottini offenbar beschlossen, diese Regeln nicht länger gelten zu lassen. Professor Bellottini ist Italiener und vertritt den Standpunkt des Duce. Er ist der Meinung, dass dieses Kunstwerk dem italienischen Staat übergeben werden sollte. Nun, dann richten Sie Dottore Bellottini und auch dem Duce bitte aus. Ich lasse Ihre Meinung gerne gelten, solange ich nicht gezwungen werde, sie zu teilen.